Jawohl, läuft's. Jawohl, läuft, einmal frei. Sind wir drauf? Sind wir drauf, einmal frei. Ja, servus und hab die Ehre. Heute haben wir wieder was vor. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Und im Maisgarten hat sich so einiges da. So einiges. Und das möchte ich euch heute mal wieder zeigen, was wir alles gemacht haben, was sie da hat, was gewachsen ist und so weiter. Und davor wollen wir noch was machen. Und zwar wollen wir ein paar Sachen noch sehen. Und zwar Mangold. Dann ein Wirsing, genau. Und ein Zikori. Genau, den sehen wir noch davor und dann danach. Zeige ich euch im Garten, was wir so alles Neues gemacht haben und was alles sich da hat. Und dann wollen wir noch eine Sache machen, und zwar haben wir auch ein Update vom Tabak. Vom Tabak, vom Habana Tabak und vom Virginia Tabak. Da sind wir ja einige Pflanzen eingegangen. Also vielleicht habt ihr es gesehen. Im vorhergehenden Video, da haben wir gescheit viel Samen eingegangen, also die haben zwar aufgegangen, aber ganz klar, und haben dann verreckt, weil es einfach nur brutal kalt war, heuer, bis im Mai eine nur total kalt einfach, und der hat dann keine Sonne gekriegt und so weiter und so fort. Lange Geschichte, auf jeden Fall haben wir da voll Pflanzen, kleine, verreckt, von den Virginia-Pflanzen, drei, haben bloß drei überblieben, das müsst ihr euch vorstellen. Von ungefähr 30 Samen drei überblieben. Ja, die anderen haben verreckt. Und von Havanna haben ein paar mehr überblieben. Und es schaut gut aus. Zeige ich euch gleich. Schaut gut aus. Ich glaube, dass die davon kommen. Die haben schon so groß. Zeige ich euch gleich, wie gesagt. Die müssen wir jetzt umtopfen. Die müssen wir vereinzeln. Dass sie denen nicht gegenseitig das Licht nehmen und das Wasser und so weiter. Dass wir die wieder hochtreiben. Genau, die Sachen haben wir jetzt vor. Also da würde ich sagen, packen wir so, dass wir Vierte werden, oder? Jawohl. Auf geht's. Hey. Maxi, hier, yeah. Sitzen, Pfote. Maxi? So, das ist jetzt unser Tabak, den wir noch haben.
Und so schaut die aus, so hat sie die entwickelt. Also da haben wir den Havanna, der ist brutal aufgegangen. Und da haben wir noch drei Pflanzen von Virginia Tabak. Also der schaut brutal gut jetzt aus. Der ist total hochgegangen, den sieht man fast jeden Tag, dass er ein bisschen wächst. Da erinnert haben wir auch noch vier Havanna. Und da haben wir noch 6-mal Havanna. Also wirklich, das von Tag zu Tag sieht man, dass die sich richtig gut entwickeln. Und die müssen wir jetzt raus, da die einzelnen Pflanzen. Und dann in solche Töpfe rein da. Genau, und das machen wir jetzt mal. Jawohl, dann darf ich sagen, schauen wir mal, was sie hinten im Spittel da hat. Fangen wir an bei den Treibhäusern. Schaut so aus. Haben wunderbar schon hochgegangen, die Tomatenstauern. Es sind fast ein bisschen zu viel für den Platz. Ja, das ist richtig. Aber mei, das probieren wir halt einfach einmal aus. Mehr als probieren uns das nicht, ne? Und dann haben wir da noch Paprikastauern, aber die haben auch schon gut am Wachsen. Und da hinten haben wir noch Gurke, die haben wir noch da verbunden, um Sekumi. Und die Tomatenstauern ist da hochgebunden. Mit einem Mantel, oben reingehängt, wie ich schon gezeigt habe. Und die haben jetzt auch schon gute 30 cm hoch. Also die werden schon, haben wir schon Blüten angesetzt. Jawohl, das ist eine und das andere. Schaut er so aus. Da haben wir jetzt Paprika erinnert. Im Paprikahäusl. Das ist einfach ein bisschen tiefer. Wenn man sich das anschaut. Ja, die sollten ein bisschen tiefer wachsen. Noch. Da haben wir da Wackpflanzen, die ich umgesetzt habe. Und die Paprikastauern. Und da haben wir noch ein paar Tomatenstauern. Da haben wir noch Blumenkohl, Brokkoli noch mal drinnen. Also Backup, als Reserve sozusagen. Und da haben wir was ganz was Besonderes. Das ist ein Habanero, ein Chili. Ganz ein scharfe Chili. Habanero. Da freue ich mich schon drauf, jawohl. Da wieder eine Gurke.
Ja, und mein Freund, der Basilikum, habe ich auch von den zwei kleinen Schachteln, Schälchen oder wie man dazu sagt, halt, raus und in eine große rein, auch vom Samen weggezogen. Und der schaut auch brutal gut aus. Lassen wir sie mal ein Blatt oben, du. Das lassen wir nicht entgehen. Ein bisschen zu reimen und riechen. Und essen. Boah, da geht der Mundgeruch weg. Jawohl, und? Der Tabak. Der Tabak schießt auch hoch. Jawohl. Weiter geht's mit dem Außenbereich vom Feld. Im Außenbereich schaut es auch gut aus. Die Paprikastauern im Außenbereich sind auch gut, die sind ein bisschen weiter hinten. Ist auch klar, ist auch was anderes wie ein Treibhaus drin. Und da oder, ist unser Kartoffelfeld. Kartoffelpflanzen, mein Gott, nein, schaut euch das an. Wie gestammig die sind. Blüten dran, zwischen drei, aber wieder Unkraut. Ist auch wurscht, das ist Natur. Gell? Aber die schauen auch schon gut aus, da, die da. Kartoffel da, Distel. Ja, wo ich mit dem Steak langst noch schnalzt sie auf für die Distel. Aber die Kartoffel, die kommen gut. In der Mitte haben wir ein kleines Loch drin. Da fallen die Kartoffel. Gute Frage, warum? Also in der Mitte ist ein kleines Loch drin, wie man sieht, und hinten haben sie wieder, wenn man einmal da rum geht, hinten sind sie wieder besser verdrehen, die Kartoffeln. Erdäpfel, Kartoffel, Erdapfel, sagt man halt, ne? Und nach außen, der Lauch, der kommt auch, wo man aber bloß Obacht geben, dass man nicht zusammentritt, gell? Genau, dann gehen wir dahinter. Der Zwiebel, der schaut aus, der kommt brutal gut. Und ja, natürlich, das da, oder? Kennt ihr alle, muss ich nichts dazu sagen. Gut in Suppen meine, einfach ein paar Obergrissen in der Brühe rein, aufgekocht, das ist eine Mahlzeit. Ne? Da kriegst du Kraft. Genau. Dann sind wir schon da. Das ist der Salat. Schönes Kraut. Ne? Bohnen kommen auch schon. Sind auch schon gut beieinander. Unsere altbekannten Rana. Das sind, wisst ihr was das ist? Gelbe rum. Gelbe rum. Karotten. Die haben viel zu nah zusammen. Also das muss man ganz klar sagen, die haben viel zu nah beieinander. Da lernen wir draus nächstes Jahr, wenn wir es weiter auseinander tun. Aber die kommen trotzdem. Und jetzt kommt das Highlight. Zuckererbsen. Zuckererbsen sind brutal. Die siehst du jeden Tag wachsende Orangenhecher. Also da haben wir so solche Stempel gehaut und da einfach ein Loch durchbohrt, ganz einfach ein Schnirl durch und dann können sie die da in den Hauch ranken. Und die siehst du wirklich pro Tag, dass die mindestens 5 cm machen. Ungelogen, die ranken sich da hoch, die klammern sich da fest, muss man bloß auch ein bisschen hochläutern. Zuckererbsen, Zuckerschoten genannt, die sind mächtig, die haben gute Soja, schön in der Pfanne, mei, die haben gut. Blüten dran. Jawohl. Da
runter, oder? Ist auch ein Highlight. Und zwar Rucola. Das ist ein Wilder. Also den haben wir gesagt. Den lassen wir jetzt verblühen. Das ist altbewährt. Und zwar letzten Wachsen. Also Rucola aussehen, wachsen lassen. Dann kriegt er solche Bladl. Schaut brutal schlecht aus, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber den darf ich ausblühen lassen an euch in den Stall. So machen es mir alleweil. Also richtig verblühen lassen. Und der, der dann neu aufgeht, von der nicht blühen raus. Von der nicht blühen direkt raus. Das wird der beste Rucola. Der hat richtige Senfaromen noch drin. Den kannst, das Aroma, das ist ganz anders, als wenn du jetzt da in den Geschäft kaufst. Also wirklich verblühen lassen. Dann sammelt sich der selber an in die Erde rein und dann geht der neu auf. Und dann ist der Rucola, der ist so gut, der peppt dann so laut auf, dass du das Sau graust. Ja, ist natürlich auch Unkraut zwischen einen drinnen, aber das darf drin sein. Und da haben wir dann Basilikum auch im Freiland. Der spitzt da raus. In den Lichtkeimer, den haben wir einfach drauf gestrahlt auf die Erden und der spitzt auch super einwandfrei raus. Braucht viel Licht, viel Wärme, Wasser. Kann man sparen, was heißt sparen, muss man nicht ertrinken. Ne? Und das letzte noch in der Reihe, unser Dill. Dill habe ich nie so am Zettel gehabt, haben wir heuer eigentlich das erste Mal probiert, einen Dill. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert. In Gurkensalat zum Beispiel eine, Gurkensalat sagen wir, ne? Einfach ein paar Streisel angeschnitten, runtergerissen, in Gurkensalat so eine. Das ist ein Fest, ich sag's euch. Das ist ein Geschmack. Habe ich nie so einen Zettel gehabt, aber das ist ja wirklich ein Gewürz. Da geht das Herz auf. Gell? Jawohl. Was mich interessieren würde, wie macht ihr euch eine Bewässerung vom Gemüsegarten? Also, wenn es normale Gießkannen nimmt, okay, aber vielleicht hat einer von euch eine besondere Idee, wie man so eine Bewässerung machen kann, eine automatische Bewässerung oder so, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Die, wo ich habe, wir haben ja eine Quelle, die auf den Boden raus geht, und da ziehen wir unser Wasser raus, und zwar mit dem Schlauch, den man jetzt da sieht. Da haben wir da einen Verteiler dran und dann tragen wir das Wasser so auf die Falde raus. Den Schlauch müssen wir immer umsetzen, das ist ein bisschen umständlich, aber so ist umständlich, das ist auf jeden Fall schon eine Erleichterung, aber es geht bestimmt noch besser. Macht ihr eine Tröpfchenbewässerung oder was macht ihr für eine Bewässerung für euren Gemüsegarten? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, das würde mich brutal interessieren. Genau, wir machen das mit dem Schlauch von der Quelle raus. Und die zweite Bewässerungsart, was wir noch machen, die zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar haben wir unsere zweite Bewässerung mit normalen Gießkannen. Wir bringen das Wasser. Das, was da rausläuft, mit der Gießkanne auf die Falde raus. Und dazu nehmen wir das Weiherwasser. Wisst ihr schon, wisst wir haben zwei Weiher, einen oberen und einen unteren Weiher. Das ist der Unterweiher. Und das Wasser, was da rauskommt, das kommt vom oberen Weiher. Ja, da ist da ein Bogen drauf. So schaut das aus. Warum? Der Bogen, ganz einfach. Mit dem kann man das Wasser regulieren. Also wenn der Bogen so draht ist, dann kommt das Wasser raus und wenn er hoch draht ist, dann ist der Lauf gestoppt. Das ist ganz eine ganz einfache Geschichte und nichts dabei. Wenn das Wasser da rauskommt,
Dann läuft es da um die Sickgummi und Überlauf wieder in unterm Weiher rein. So ist der Kreislauf geschlossen, von oben Weiher über den Überlauf in unteren Weiher rein. Das heißt, wenn die Truchen, wir sagen halt Truchen, leer ist, dann drehen wir ganz einfach den Bogen um, dann läuft das Wasser raus. Und wenn wir nichts mehr brauchen, dann drehen wir den ganzen Bogen wieder hoch, dann läuft nichts mehr raus. Wo führt das Rohr hin? 5er KG-Rohr, 5er HT, Heinrich Theodor HT-Rohr. Das haben wir da verlegt mit ein paar Stempeln hinbunden, einfach provisorisch. Und der führt dann zum Überlauf vom oberen Weiher. Der schaut so aus. Ganz normal ein paar Bänge drauf, oben ist der Überlauf. Da drückt allebei wieder Wasser nach. Das läuft dann da drüber, wenn vorne der Bogen hochdraht ist. Und dann einfach, da läuft das 5er KG-Rohr außer und vierer. Und da oben läuft dann das Wasser drüber und in unten Weiher rein. Da läuft das Wasser dann rein und durch und dann da oder außer und vierer und da oder in die Truchen rein. Ja, und wenn man Wasser braucht, dann dreht man den Bogen da vorne um, nach unten, dann läuft das Wasser in die Truchen rein, macht die Truchen voll. Wenn man nichts mehr braucht, dreht man den Bogen wieder hoch, dann ist der Zulauf da gestoppt und dann staut sich das Wasser in dem 5er HT-Rohr zurück bis da her und dann läuft es da drüber und in unten Weiher da rein. Das heißt, dass der Unterweiher aber Wasser kriegt, ist ganz wichtig, sonst stockt er an, dann kippt er um. Und so ist auch das nicht schlecht, weil das Rohr ist aber voll Wasser und erwärmt sich und dann ist nicht eiskalt, wenn man es aufs Feld rausbringt. Das muss auch nicht unbedingt sein. Wobei das Wasser, was jetzt von dem Weiher kommt, das hat mindestens 50 Grad. Das ist so aufgehitzt, das ist ideal fürs Gessen. Ne? Genau, das sind unsere zwei Bewässerungsarten. Und so bringen wir das Wasser auf die Felder raus. Jawohl, ich bin wieder bei meinem Pfirsichbaum herunten. Schaue ich alle doch nach, was sie so tut. Und der schluckt sich wacker, einwandfrei, Pfirsichreifen heran. Das war's wieder für die Woche. Ich hoffe, euch hat es taugt. Hat sich viel da. Im Gemüsegarten, alles wächst super dahin, gibt es keinerlei Schwierigkeiten momentan. Ich bin wieder in den Ufer herunten bei meinem Pfirsichbaum, wie gesagt, das ist fast der schönste Platz, wenn die Sonne untergeht. Da ist ein schönes Klima vom Weiher raus, einwandfrei. Ich werde mich jetzt nur mit unseren 700 Bodendecker, die Kameraden da, da werden wir jetzt nur beschäftigen. Da haben wir 700 Bodendecker herpflanzt. Immergrün, kleines Immergrün heißt das. Da muss man dazwischen aber das Unkraut ausreißen, dass die eine Chance haben, dass der Hang schön zu wird und schön blüht. Dann ist das auch für Bienen auf jeden Fall einwandfrei, der Hang, da, dass da was finden können. Jawohl, das war's wieder von dieser Woche. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch die Videos gefallen, wie allebei, bewertet es positiv, abonniert den Kanal. Ich sage einen sakrischen Dank fürs Zuschauen. Bleibt mal bitte alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif. Beste Grüße aus dem Gromwelli, der Raff, aber deri. Servus.